und heute Nachmittag bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Tabellenplatz 2 ist das Ziel. So hat es Trainer Dirk Lottner ausgegeben. Heute aber steht er vor großen Herausforderungen. 7 Ausfälle muss er kompensieren, darunter so wichtige Spieler wie Zellner, Dausch oder Mendy. Immerhin aber kann Lottner heute wieder auf seinen Top-Sturm zurückgreifen. Wie ging's in Mainz? Frank Grundhefer. So ist es. Sebastian Jakob meldet sich nach Hüftverletzung zurück und Gildjan Jürcher darf nach disziplinarischer Maßnahme auch wieder mitmischen. Er hatte ja Kapitän Zeitz im Training attackiert. Zudem soll er sich ein bisschen viel mit angeblichen Angeboten anderer Clubs beschäftigt haben. Nach einem Gespräch im großen Kreis sei nun alles wieder bereinigt. So heißt es. Heute soll nach Remis und Niederlage mal wieder ein Sieg her. Würde die Fans freuen, würde Dirk Lottner sicher gefallen. Der Coach war amüsiert über einen Zeitungsartikel mal wieder. Da hieß es, er habe eine Ausstiegsklausel aus dem Vertrag. Stimmt nicht, glatte Lüge, so der Coach. Schon irre, wie ihm ab und an mitgespielt wird. Insgesamt 4 Veränderungen im Vergleich zum Schalen 0-0 gegen Waldorf. Neben Jakob und Jürcher bringt Lottner Perdedai und Franjic in der Startformation. Der FC von links nach rechts mit Jänicke. Der spielt seit Wochen konstant stark. Aber hier ist es nicht mehr als ein leichtes Vorfühlen, 7. Minute. Aber wenn sich alle im Laufe der Runde so gefunden hätten wie Jänicke, dann lief es ein bisschen besser bei Saarbrücken. Mainz ist abstiegsbedroht und braucht jeden Punkt. Rackert richtig die Mannschaft vom Bruchweg. Und hier ein Foul von, Achtung, Perdedai an Mainz Top-Torjäger Karl-Heinz Lappe. Freistoß entscheidet Schiedsrichter Meinert. Kann man geben. Und der ruhende Ball für den Mainzer Sandro löchelt. Wir sind in der 10. Spielminute. Und Lappe völlig unbedrängt. Mainz vorne, 11. Saisontreffer von Karl-Heinz Lappe. Und dieses Tor ist ein Geschenk der FC-Defensive. Warum? Na, lösen wir auf. Denn keiner attackiert Lappe richtig. Das ist schon bemerkenswert, wie körperlos es hier zur Sache geht. Kiel Gomez und Miotke, die Innenverteidiger, sehen wir gleich. Vorne am 16er, wen decken sie denn dort? Bei Lappe sind Jänicke und Perdedai. Und die bekommen keinen Zugriff. Da willst du doch als Trainer schier verzweifeln, wenn so willenlos verteidigt wird. Ja, und Mainz bleibt griffiger. Mit Zug zum Saarbrücker Tor, so wie hier. Da muss Batz aufpassen. Und der macht es zunächst mal richtig. Aber Perdedai im Schlafmodus. Und dann wieder Lappe. Das ist kein einfacher Ball für Batz. So langsam wird die Frage lauter. Was ist los mit den Jungs in den blau-schwarzen Trikots? Wirkt alles nicht wirklich rund heute? Offensivaktionen des Tabellenzweiten sind selten. Und wenn, dann sehen sie so aus. Das ist alles nicht wirklich zwingend. Und mehr Alibi-Fußball als volle Wuchtveranstaltung Zeitz. Es verpufft einfach viel, wenn's mal Richtung Mainzer Tor geht. Aber die Fans, die bleiben trotzdem unermüdlich. Die machen den Spielern in Sachen Engagement was vor. Es ist vorne wenig, aber hinten ist noch weniger. Nächstes Beispiel, Miotke, der lässt sich düpieren von Makumbu. Und jetzt schauen Sie, wie einfach es die FC-Abwehr den Gastgebern macht. Ein öffnender Pass, alles läuft hinterher. Mause und Batz, 25. Minute. Und schnell rüber auf die andere Seite. Da geht's über Damen, den Mainzer Keeper, Kiel Gomez. Aber keiner will den zweiten Ball, den nimmt sich dann halt mal Lappe, spielt mit Scheitauer und der auf Mause. Mause. Müller kommt ins Straucheln. Wenninger, Eigentor 0-2, 34. Minute und wieder. Es ist ein völlig naives Abwehrverhalten des FC. Das ist Quatsch, mit einer solchen Einstellung braucht man nicht in die Spiele zu gehen. Und ein Gegentreffer, der so niemals fallen darf. Aber der grundlegende Fehler, der passiert im Vorfeld. Der passiert, Achtung, aufgepasst, hier. Denn jetzt geht keiner auf den zweiten Ball. Und die neue Spielsituation schnappt sich Mainz und bringt das Ganze zu Ende. Mario Müller und die Frage, ist das Pech oder Unkonzentriertheit? Am Ende kann Wenninger nichts mehr ausrichten. 0-2.
Und das ist die schlechteste Halbzeit des FC in dieser Saison. Der Regen passt. So, was geht in Abschnitt 2? 49. Minute und jetzt aufgepasst. Ein klares Foul. Hier geht das Bein raus von Peitz an Jakob. Aber Schiedsrichter Meinhardt lässt weiterspielen. Das ist eine Fehlentscheidung. Hier hätten die Gäste einen Strafstoß bekommen müssen. Aber draußen wird der Klottner weniger mit dem Unparteiischen hadern als vielmehr mit der Leistung seiner Jungs. Und die ziehen dann tatsächlich ein wenig an. Jurcher, der versucht es alleine. 57. Minute, das ist die bislang beste Chance des 1. FC Saarbrücken in diesem Spiel. Gillian Jurcher, ja, 14 Tore hat er schon erzielt. Hier fehlt ihm aber gut ein Mittel. Nochmal Saarbrücken, Müller. Und Zeitz, das schlechte Gewissen wegen der miesen ersten Halbzeit scheint anzutreiben. Mittlerweile Quirin und Eisele für Mjotko und Jurcher im Spiel. Und nochmal der FC. Perdedal, der macht Druck. Dann Jakob, Eisele, 1-2. Da ist wenigstens der Anschlusstreffer. 66 Minuten gespielt. Dem Einsatz von Perdedal ist der Ballgewinn zu verdanken. Jakob und Eisele erledigen den Rest. Es geht jetzt auch in Ordnung, dass dieser Treffer fällt. Saarbrücken ist jetzt präsenter. Und für Fabian Eisele Saisontreffer Nummer 7. Und die Frage, ist noch ein Punkt drin für die Fans? Nachspielzeit läuft aber schon. Nur noch mal Mainz. Und wieder hat der FC große Probleme. Wenn es gegen den Ball geht, Breitenbach. Ebenso eingewechselt wie Bell. 3-1, Spiel entschieden. Und letztlich ist es insgesamt eine verdiente Niederlage für einen schwachen FC. Vor allem die erste Halbzeit hat wirklich richtig wehgetan aus Sicht der Fans. Dass die zweite ein wenig besser war, macht keinen wirklich glücklich. Und jetzt hören wir mal hin, wie ist die Stimmungslage bei Spielern und beim Trainer? Brutal enttäuscht. Das habe ich der Mannschaft auch in der Halbzeit klar gemacht. Muss ganz ehrlich sagen, mit welcher Arroganz, mit welcher Überheblichkeit wir heute hier in das Spiel reingegangen sind, das hat nichts mit dem zu tun, was wir als Mannschaft, als Verein auch nach außen verkörpern wollen. Und dementsprechend ist auch meine Stimmung. Was wir vor allem in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, war eine absolute Frechheit, muss man mal klar sagen. Zweite Halbzeit haben wir alles probiert, alles nochmal reingeworfen, aber wie gesagt, 2-0 hinten gelegen und eben nach so einer ersten Halbzeit verdient leider verloren. Ja. Und dann muss das Team zu den Fans und bekommt ganz schön was zu hören. Jetzt reißt euch endlich zusammen, wir wollen in den DFB-Pokal. Knallt's da aus dem Megafon. Ja, Charakter zeigen ist gefragt. Dienstag geht's im Saarland-Pokal-Halbfinale zu Saar 05. Und da könnte man mit der heutigen Leistung tatsächlich Schwierigkeiten bekommen. Gedrückte Stimmung, aber wie sagt man so schön, Krönchen richten und weiter für den FCS. Wie gerade schon gesagt, übermorgen Halbfinale gegen Saar 05. Außerdem die Ergebnisse dieses Spieltags bisher. Hoffenheim 2 gegen Frankfurt 0-4. Die Kickers Offenbach unterliegen dem FK Pirmasens mit 0-1. Worms gegen Balingen 2-2. Waldorf gegen Stadt Allendorf 2-1. Und Ulm gegen Freiburg 2-0. Hessen Dreieich gegen Stuttgart, das ist das andere Spiel morgen. Und dann natürlich FC Homburg gegen Spitzenreiter Waldhof Mannheim. In der Tabelle 20 Punkte Vorsprung. Da sind im Moment wieder die 3 Punkte drauf, um die noch gestritten wird. Der erste FC Saarbrücken bleibt bei 58 Punkten und Homburg, Sie sehen es, hat ebenfalls 58 Punkte, aber ein Spiel weniger. Das heißt, selbst bei einem Unentschieden zieht Homburg dann am ersten FC Saarbrücken vorbei. Der zweite Platz also auf jeden Fall fürs Saarland. Die SV Elversberg schiebt sich auf Platz 5, hat jetzt 54 Punkte. Dahinter die Kickers Offenbach mit 52. Der FK Pirmasens hier aus der Region, noch interessant, auf Platz 10 mit 40 Punkten. Balingen dahinter mit 39 und dann geht die Abstiegszone los. Dadurch, dass Aalen jetzt als Absteiger aus der dritten Liga feststeht, steigen in der Regionalliga sicher schon mal 4 ab. Worms also mit dabei im Moment, aber punktgleich mit Mainz 05, da ist noch längst nichts entschieden. Stuttgart dann mit 25, Stadt Allendorf 22 und Hessen Dreieich 19.